Herzlich willkommen in Monis Bastelzimmer. Ich zeige euch heute, wie ihr so kleine Häuschen basteln könnt. Ich habe jetzt hier ein Nikolaushaus gemacht. Das lässt sich hier oben so öffnen. Also das Dach ist nur gefalten. Und da habe ich eben das Haus vom Nikolaus gemacht. Habe da hier so ein Fenster ausgestanzt, dass der auch rausschauen kann. Genau. Hier habe ich es jetzt mit den Stiefeln. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen mit diesen bestickten Sternen. Ja, und ich finde, das ist eine ganz nette Sache. Einfach hier oben zum Öffnen und dann hier so gefalten. Ja, diese Schachtel habe ich von der Bianca Werner. Die haben wir mal gebastelt zusammen auf der Katalogparty, meine ich. Und ja, ich finde, das ist auch ganz eine nette Idee vielleicht für einen Adventskalender, falls ihr jetzt noch so eine Last-Minute-Idee braucht. Also ihr bekommt aus einem DIN A4 Blatt zwei Häuschen raus. Ja, genau, jetzt zeige ich euch einfach, wie die gehen. Ihr braucht einen Farbkarton mit den Maßen 20 x 14,8 cm und den legen wir uns in den Papierschneider und falzen erst einmal. Und zwar, wir falzen auf der langen Seite bei 3 cm, 9 cm, 12 cm und 18 cm. Dann an der kurzen Seite bei 3 cm und auf der anderen Seite auch bei 3 cm. Da lege ich mir das jetzt hier gleich rechts in den Papierschneider ein. Dann müssen wir uns, ich mache jetzt hier, dass das hier mein Boden ist, dann müssen wir uns hier oben für das praktisch so ein Dreieck, für das Dreieck machen wir uns eine Markierung und das mache ich bei 6 cm. Das ist nämlich die Hälfte von diesem Feld. Und da markiere ich mir einfach nur ein kleines Stück und das gleiche braucht man bei 12 cm. Moment. Nein, bei 15 cm. Bei 15 cm, das ist nämlich hier die Hälfte von diesem Feld. So, und dann können wir uns auch den Papierschneider schon zur Seite legen. Dann hast du schon mit dem. Und dann nehme ich mir den Aufhebhelfer, ein Lineal und ziehe mir hier meine Dreieckslinie, meine Falz hier ein. Man könnte das jetzt auch mit dem Papierschneider machen, aber mir ist es immer lieber mit dem Aufhebhelfer oder mit irgendeinem Faltstift oder wenn ihr jetzt sowas gar nicht habt, mit dem Messerrücken geht auch, mit dem stumpfen Messer. Das geht alles so. Das war es auch schon. Dann brauchen wir eine Schere. Dann schneiden wir uns den Boden ein bisschen zurecht. Schneide so. Dann schneide ich hier immer ganz gern ein bisschen neben der Falzlinie. Ich mache hier so ein Dreieck, das wird ja diese Klebelasche. So, die kommen raus. Also diese bleiben gerade, diese. Und da schneide ich eben immer neben der Falzlinie so einen kleinen Millimeter. Genau, hier mache ich auch wieder so einen kleinen Spalt. So. Ich schneide jetzt in dem Fall hier auch diese Klebelaschen noch ein bisschen ein. Gut, das müsst ihr aber nicht. Ja, dann wichtig, alles
vorfalten. Das könnt ihr entweder mit der Hand machen oder mit eurem Falzbein, wenn ihr habt, oder auch wieder mit dem Messerrücken. Also alle Linien vorfalten. Boden. So. Dann hier oben auch. Und ganz wichtig, die Dreiecke. Die mache ich jetzt mit der Hand. So. Und hier dann noch. Also das lässt sich dann eigentlich ganz gut falten. So. Dann, bevor ich jetzt klebe, klebe ich mir Designerpapier auf. Ihr könnt es auch bestempeln, wenn ihr wollt. Ich habe das jetzt hier bestempelt, Ton in Ton, das ist Granit. Oder eben mit Designerpapier bekleben. Wenn ihr auch so ein Fenster reinstanzen wollt, würde ich euch empfehlen, vorher Designerpapier aufzukleben und dann durch die Stanzmaschine durchkurbeln und das Loch anbringen. So, jetzt habe ich das schöne Papier hier. Ich glaube, ich nehme schon das mit der goldenen Seite. Das klebe ich mir jetzt hier auf. Die Designerpapiere haben die Maße 5,5 x 8,5. Könnt ihr alle Produkte über mich bestellen. Unten steht alles dabei. Ich habe auch einen Online-Shop und ja, da habt ihr alle Möglichkeiten. Oder einfach mir schreiben. So, dann, was ich auch immer ganz gern mag, wenn man Schachteln liegend zukleben kann. Also hier kommt jetzt der doppelseitiges Klebeband drauf und dann klebe ich mir das hier so. Genau, und das probiert ihr bitte vorher, ob das auch gut abschließt. Ich habe dieses Abreißklebeband und das bringe ich mir jetzt hier an. So, das kann man ja auch abreißen. Und dann zieht ihr euch nur die Folie ab. Ich mache das immer gern mit der Pinzette und dann einfach im Liegen zusammenkleben. Und dann müsst ihr euch noch den Boden zusammenkleben. Ich schaue immer, also bei mir ist jetzt das hier die vordere Seite, weil das hier schön glatt nach hinten geht beidseitig. Also hier habe ich ja das zusammengeklebt und dann schaue ich, dass ich das mit dem Boden auch so mache. Das heißt, ich mache das jetzt so und so oder auch gerne zuerst das hintere Teil rein, dann die Klebelaschen und dann so. Das ist mir immer lieber, weil dann habt ihr hier innen, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht, aber dann habt ihr innen nicht diese Klebelaschen. Dann ist das schön gerade. So mache ich das jetzt. Bringe ich mir hier ein bisschen Kleber an. Das mache ich jetzt mit dem Flüssigkleber. Ja, dann kann ich es noch schauen, dass das auch richtig schön alles bündig geklebt ist. Und mache den mir zu und drück noch ein bisschen runter. Ich glaube, das ist ein bisschen fest. Und dann klebt es. Und dann falte ich mir die hier nur rein. Und dann gehen die Spitzen eigentlich schon alleine hoch. Und fertig ist das Häuschen. Ist das nicht toll? Genau. Also das kann man ja auch mit allem Möglichen füllen. Also da hat auch schon ein bisschen was Platz. Ja, ich dekoriere es jetzt mit dem Hirsch, habe ich mir gedacht. Ich habe jetzt hier noch den Rest von diesem Fenster. Also das ist ja diese Form, diese Stanzform aus dem der richtige Dreh. Also das ist diese Stanzform. Und die stanzt mir automatisch diesen Kreis aus. Genau, ich habe ja dann hier praktisch den Rahmen aufgeklebt. Und das habe ich jetzt noch übrig. Das würde ich jetzt gleich hier drauf machen. Und dann vielleicht noch den Hirsch. Und ja, vielleicht dann noch einen Spruch hin. Und
dann ist es auch schon fertig. Ich nehme die Menschen raus, gebe das jetzt dahin. Diesen Hirsch auch. Zeige ich euch gleich, aus welchem Set der ist. So, der ist aus dem Set Weihnachten im Wald. Also da gibt es eine passende Handstanze dazu. Das ist jetzt der hier. Und hier habe ich den auch. Und da habe ich dann noch so weiße Pünktchen drauf gemacht. Das finde ich ganz, ja, macht ganz was, gut was her. Und das mache ich mit dem weißen Stift von Stampin' Up. Wenn er geht, schauen wir mal. Dann mache ich jetzt einfach hier so, so Pünktchen drauf. Doch echt süß, oder? Genau, eine Perle darf natürlich bei mir nicht fehlen. Die machen wir auch gleich drauf. Ja, und schon ist die Schachtel fertig, die Häuserschachtel. Ich habe hier nochmal dieses Set genommen mit den festlichen Strümpfen für, ja, für Tierliebhaber. Das finde ich auch ganz zuckersüß. Ich habe es mit den Blends koloriert. Ja, das sind hier meine Häuschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!